Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Temporal. Es hat eine Weile keine neuen Folgen gegeben, weil sich das Spiel langsam dem Ende zuneigt und die Levels jetzt mit der Zeit doch ein bisschen schwieriger werden. Und deshalb habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich da wieder ein bisschen reinzufinden, damit ich jetzt nicht hier vor allen Augen einen nach dem anderen Mal einfach total versage und ihr euch einfach nur langweilt, weil nichts passiert. 45. Bei 45 höre ich auf. Ach, ich muss ja gar nicht in der Zeit zurückreisen. Also es gibt hier diesen grünen Strahl, der aus Gamma-Strahlung besteht, wie wir nachher noch erfahren werden. Dem muss ich ausweichen. Und ich muss die drei Schalter da unten drücken, um... Ich zeig's gleich. Gleich sieht man's. Da rechts, da sind drei Türen. Die muss ich öffnen, damit ich zum Ausgang rauskomme. Der hier geht dahin. Genau, und dafür muss ich jetzt entsprechend per Zeitreise drei Kopien von mir selbst erstellen, die dann hier unten stehen, bis zu 45 Sekunden. Das heißt, bei Sekunde 45 sollte ich spätestens da oben durch sein. Und nachher werde ich einmal zurückreisen auf, nachdem der Strahl oben angefangen hat runterzukommen. Das ist nämlich einfach. Dem kann man nämlich zeitlich einfach ganz gut ausweichen, indem man nicht komplett zurückreist. Dafür gibt es dann allerdings die Schwierigkeit, beim Ausgang drüben dem Strahl ausweichen zu müssen. Aber das werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen. So, der andere war gerade über einen großen Block. Das heißt, der hier geht zum unteren großen Block und damit als letztes nach unten auf den Schalter. Ich halte es ein bisschen Abstand, weil der andere jetzt gleich den Block ein kleines Stück schieben wird, dass da nicht zum Paradoxon kommt. Und jetzt gehe ich schon mal so weit, wie ich kann. 40, 41, 42, 43. Also von Sekunde 42 oder 43 bis 45 habe ich Zeit, da oben durch die Türen durchzukommen. Also auch hier gilt natürlich, wenn die Zeit angehalten ist, dann ist der Roboter dermaßen schnell, dass ihm der Schaden einfach nichts ausmacht. Der ist da so unendlich kurz drin. Das macht ihm einfach nichts aus. Okay, also wenn ich jetzt zu, sagen wir mal, 30 Sekunden zurückfliege, zurückreise in der Zeit, dann sollte ich die 42 bis 45 eigentlich locker treffen. Das sollte auch ein gutes Stück nach dem Strahl sein. Hoffe ich. Ja, 32. Und? Wow, knapp. Die 30 hätte sogar gerade noch nicht funktionieren können. Glück gehabt. Ja, das hätte ich besser andersrum gemacht. Aber okay, hat geklappt. Jetzt hätte ich leider unten drauf achten sollen. Ja, wann... Genau, das ist nämlich das Problem. Wenn der... Ach, verdammt! Nein! Man muss dann auch schnell genug sein. Ich wollte gerade erklären, was hier schief gehen kann. Nämlich, dass der grüne Strahl noch überhalb des Bodens hier schwebt und man dann runterspringt in vollem Elan. Yay, geschafft! Und dann zack, tot. Hat es eben doch nicht geklappt. Mist! Da wollte ich einmal kurz erklären und dann... Ne, passiert sowas. Aber gut. Also bei 12 Sekunden kommt der Strahl nach oben. Ist das so klug? Ich mache das mal genau andersrum wie eben. Ich fange rechts an und gehe dann Stück für Stück mit dem nach links. Damit ich nachher beim Durchlaufen schätzungsweise eine halbe Sekunde oder so mehr habe. Mehr Zeit zum Durchkommen. So, zur Klarstellung, das ist nicht der Level, auf den ich mich vorbereitet habe.
sondern der entweder nächste oder übernächste. Ihr werdet noch sehen, warum. Die sind nämlich ziemlich ätzend. Da gibt es zum ersten Mal seit der zentralen Lichtintelligenz wieder Gegner, die man besiegen muss. Ohne Waffen natürlich, wie immer. Und die Gegner, die haben eine ganz fiese Fähigkeit. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Es wird spannend, so viel kann ich guten Gewissens sagen. So, der zweite geht dann auf den mittleren Schalter von hier aus. Kommt da der andere durch? Ja, das sollte passen. So, der kleine Strahl kommt. Ich heb den ein bisschen hoch, weil ich es kann. Der andere dürfte jetzt drinstehen, also kurz Abstand halten für den Block, genau. Und hier natürlich durch. Wow! Das könnte sogar noch knapp werden, den dritten. Schön, genau getroffen. Ist gar nicht so einfach, da genau zu treffen. Die Kuhle in der Zeitreisemaschine ist gar nicht so viel breiter als der Roboter und das hier könnte extrem knapp werden. Tut's aber natürlich nicht. 100% Skill. Und Glück. Hier drüben ist natürlich immer noch der erste. Das heißt, der rechte Schalter wird immer noch zuerst gedrückt. Ich hätte die über Kreuz anordnen müssen, ne? Dass der da zuerst durch. Okay, bei, man hat gerade gesehen, bei 56 Sekunden ist rechts der Block zersprungen, der den Aufgang offen hält. Das heißt, ich muss jedenfalls vor Sekunde 56 durch den Ausgang durchgehen. Das sollte aber kein Problem sein, wenn ich wieder zu 30 Sekunden jetzt zurückgehe. Na, gerade so oben drauf gekommen. Hm. Ja, 32 waren es, ne? Bei 30 ist es wahrscheinlich zu knapp. Schalte ich mal auf langsam, um die 32 möglichst genau zu treffen. 33, sollte passen. Ja, das passt. Durch. Hui. Und weg. Yippie. Das war anstrengend. Ich zeige euch mal, was wirklich passiert ist. Kann ich mir eine kurze Pause gönnen. Vorführeffekt sein. Jedes Mal, wenn ich davor den Level gefühlt habe, war das nicht so knapp. Und da kommt der nächste Runde. Genau, da kommt sein. Auch hier ist der Level jetzt schon beendet. Und die Zeitreise zurück findet noch statt. Die Kausalität zu schließen. Ja, dann mal noch einen. Ach ja, genau. Einmal die Zeit anhalten. Ich muss hier den linken Block, der mit 15 Sekunden getimt ist, abschießen.
Ich kann aber natürlich den Block da nicht hochtun. Ich kann den nicht aus dem Weg räumen. Er geht auch nicht kaputt. Deswegen muss ich hier so ein bisschen tricksen. Und genauso wie der Roboter mit den Dingen, wenn die Zeit steht, nicht interagiert, gilt das natürlich auch für die Objekte. Und jetzt hoffe ich, dass die drei... Oh ja, knapp, aber funktioniert. Jetzt kann ich nämlich den Block an dem Schuss vorbeifieben. Tada! Jetzt muss ich gerade kurz gucken, was passiert hier. Das Ganze explodiert. Ich glaube, ich sollte hier stehen bleiben. Wobei, komm ich da rechtzeitig durch? Bin mir nicht sicher. Nein! Ich komme da nicht rechtzeitig durch. Das heißt, auch hier muss ich die Zeit anhalten. Im letzten Moment quasi sofort runterzufliegen und den Block zu fangen. Auf keinen Fall hier den Block nach rechts schieben, sonst geht das Ganze nämlich gar nicht. Weiter geht's, auf den Lift warten. Bisschen schneller. So. Ja, das war blöd. Ich muss warten, bis der Schuss gerade so noch nicht den Block trifft. So ungefähr. Damit er noch nicht aufgehalten wurde, aber trotzdem möglichst weit links ist, damit er nach dem Schieben natürlich auch nicht den Block dann trifft, von innen sozusagen oder von links. Da hätte ich vielleicht gleich auf den Lift drauf gesollt. Nicht passt das so noch. 5, 4, 3. Ja, das könnte noch gehen. Ja, das funktioniert. Puh, Glück gehabt. Das war echt eng. Ich glaube, es ist deutlich angenehmer, wenn man hier direkt noch während der Zeitpause auf den Lift steigt. Ich muss den gar nicht fangen, sehe ich gerade. Ich muss einfach nur runter durch. Oh ja, das macht Spaß. Nicht. ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch, als ich dieses Level gespielt habe vor ein paar Wochen. Bin ich hier ein bisschen frustriert? Was muss ich hier machen? Der muss da runter. Allerdings habe ich natürlich das Problem, dass diese dämliche Kanone hier schießt. Das heißt, ich muss hier die Zeit anhalten und den Block schnell genug durch den Schuss oder zwischen den Schüssen hier rüberschieben. So, durch den Schuss durchschieben habe ich letztes Mal gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Kann ich hochfliegen, damit ich selber nicht getroffen werde? Ha, wunderbar. Jetzt ist bloß die Frage, kann ich da rüber? Ich glaube nicht. Ich komme da nicht direkt rüber. Das würde zu viel... Ich bräuchte zu viel Propellerzeit zum rechts rüberfliegen, als dass ich da noch hochkommen würde. Aber zum Glück kann man hier sowas machen. Das nach rechts fliegen kann ich mir nämlich sparen, indem ich einfach den Block hier rüber schiebe. Bloß muss ich jetzt halt, während die Zeit noch hält, in den Ausgang reingehen, weil sonst natürlich der Ausgang wieder zugeht. Ich glaube, in dieser Folge muss ich nicht zeigen, was wirklich passiert ist. Dann mache ich das trotzdem. Zeit. Ja, das ist eigentlich schon fast langweilig. Ja, vielleicht doch nicht. Naja, so spannend ist es nicht. Ah, haha, direkt aus der Maschine in das Ende.